Wunderschönen guten Tag, liebe Lords, Mobile-Kriegerinnen und Krieger. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, in diesem Video die Updates der letzten 12 Monate in Lords Mobile herauszusuchen mit den Patch Notes und sie nochmal so ein bisschen zu zeigen, damit wir dann im Laufe dieses Videos einen kleinen Ausblick darauf geben können, wie viele Free-to-Play-Sachen in den letzten Monaten kamen, wie viele Pay-to-Win und vor allen Dingen, was wir wohl so erwarten können in den nächsten Monaten für Updates. Und wann wohl das nächste Update kommen wird, was ich vermute, was in dem nächsten Update drin sein wird und was vor allem dann noch in Zukunft kommen wird, meiner Meinung nach. Ein sehr, sehr interessantes Thema, denn wir alle wollen immer Updates, um, sag ich mal, immer einen frischen Wind im Spiel zu haben und auch immer sich selber neue Ziele setzen zu können. Also bleibt am Ball, schreibt mir gerne mal eure Meinung zu den einzelnen Updates oder, was noch viel, viel wichtiger ist, schreib mir mal deine Meinung in die Kommentare, wenn du das Video angesehen hast, was du glaubst, was als nächstes für ein Update kommen wird. Jetzt nicht so was Unrealistisches wie T6 oder mystische Helden, sondern schreib mal wirklich, mach dir mal ein paar Sekunden Gedanken und schreib dann nach dem Video mal einen Kommentar, was du für realistisch hältst, was für ein nächstes Update in Lords Mobile kommen kann und viel Spaß mit dem Video. Ja, wir beginnen mit dem Update im Dezember 2019. Da kam ein riesiges Update, was für sehr, 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 sehr viel Gesprächsstoff gesorgt hat, nämlich das Drachenarena-Update. Viel positive Sachen, viel negative Sachen. Wir haben gesagt, so das Event an sich hat auf jeden Fall Potenzial und es ist cool, mal wieder was Neues mit seiner Gilde machen zu können. Und trotzdem gab es viel, viel Kritik. Schlechte Belohnungen, schlechtes Matchmaking, viel zu viele Ressourcen werden dort verbraucht, wie Verleger, Flügelstiefel und so weiter. Mittlerweile ist das Matchmaking ein bisschen besser geworden, noch nicht perfekt. Wir kriegen ein paar Flügelstiefel mit den Drachen-Arena-Flügelstiefeln. Teleporter sind jetzt begrenzt worden, ja, dass man jetzt nicht mehr unendlich Teleporter pro, ich sag mal, Gilde hat. Je nachdem, wie viele Transporter man eingenommen hat, kriegt man dann während des Drachen-Arena-Kampfs Verleger dazu, die man benutzen kann und so weiter und so fort. Also es wurde seitdem viel geändert an dem Drachen-Arena-Event, aber wir sind uns immer noch einig, das Event hat immer noch viel Potenzial und man könnte da immer noch viele geile Sachen mitmachen. Und es ist noch nicht hundertprozentig so, dass wir jetzt sagen, boah, mega das geile Event. Aber ich finde, auf jeden Fall ein gutes Update. Zusätzlich gab es noch kleine Änderungen, ich werde das hier mal alles immer frei übersetzen. Die Skills wurden mal so ein bisschen aus dem Englischen besser ins Deutsche übersetzt. Also, dass der Logistik-Skill-Typ von Helden jetzt im Einsatz heißt, so dass man sich das auch ein bisschen selber herleiten kann, wenn man gerade ein neuer Spieler ist und nicht weiß, was das bedeutet. Und dass die Fähigkeit, wie hieß das jetzt nochmal, damals, also jetzt heißt es passiv, ich weiß gar nicht mehr, wie es damals hieß, irgendwie Verwaltung oder sowas im Deutschen, ja, also die Fähigkeiten von den Helden, die zählen, sobald man die besitzt, also die muss man nicht im Kampf mitschicken oder sonst irgendwas mitmachen, sondern diese Passivfähigkeiten, wo man einfach nur den Held quasi kaufen muss, ihn bei sich im Inventar haben muss und die Fähigkeiten zählen automatisch, wie auch bei dem neuen Helden mit dem Konter, ja, mit den Konterfähigkeiten, mit den Konterboosts für Fern, Kaff und Inf, werden wir heute auch noch im Video sehen hier. Und ja, dann gab es noch ein paar kleinere Änderungen, so ein bisschen UI-mäßig, neue UI-Funktion bei der Königreichs-Map. Nichts Besonderes. Daher, das Hauptupdate war hier im ersten. Es wurde die Drachenarena hinzugefügt. Ich werde auch immer mal so ein bisschen zeigen. Wir gehen mal kurz wieder ins Spiel. Also Drachenarena muss ich nichts zu sagen. Ne? Also ich denke, jeder wird jetzt mittlerweile mal Drachenarena gespielt haben. Der jetzt nicht, sag ich mal, erst eine Woche spielt, ist auch wieder in einem Tag. Dann kurz nochmal drauf eingegangen, was hier mit den Fähigkeiten gemeint war. Wo haben wir denn hier zum Beispiel Logistikfähigkeiten, beziehungsweise jetzt heißen sie ja im Einsatz, ne? Ja, wenn eingesetzt. So ist das jetzt. Damals hieß es Logistik. Passive Fähigkeiten haben wir hier bei dem Gauner zum Beispiel. Hier der Forschungsboost passiv. Der zählt halt immer, sobald du den Gauner hast.
und den musst du nirgendwo mitschicken oder als Anführer eingesetzt haben. Ja, und wie gesagt, die anderen Änderungen sind zu vernachlässigen, aber das war ein Update, finde ich, was ganz in Ordnung war. Also kann man sich nicht beschweren, auch wenn es da natürlich viel Kritik auch wieder gab, weil das Matchmaking, wie gesagt, sehr, sehr bescheiden am Anfang war. Und ja, wir kommen mal zum nächsten Update. Bevor wir weitermachen, will ich kurz erwähnen, dass ich mich über einen Daumen nach oben freuen würde. Das zeigt mir, dass solche themenbasierten Videos dir gefallen, solche informativen Videos, und dass du Bock auf Lords Mobile Content hast. Wenn das der Wahrheit entspricht, lass gerne einen Daumen nach oben, da koste ich nur eine Sekunde. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Dieses Update hier können wir ganz schnell mal wegwuppen. Da muss ich auch nichts in-game zeigen, weil das war nur ein kleines Update mit kleinen Änderungen, was einen Monat später kam. Man sieht es auch noch im Screenshot. Das kam am 19. Januar. So, was steht hier drin? Nichts wirklich krass Interessantes. Die interessantesten Sachen sind hier, dass dort dann die Gilden Pins eingeführt wurden, also dass man jetzt irgendwelche Pins auf Burgen setzen kann und da irgendwelche Kritzeleien hinschreiben kann, wie zum Beispiel Bank oder mit Resis füllen oder keine Ahnung was, Deffen, Inf, Venueli, ihr wisst, was ich meine. Einfach Pins werdet ihr wahrscheinlich schon bei euch in der Gilde mal gesehen haben. Ansonsten wurden wieder ein paar UI-Sachen geändert, ein paar Sachen geändert, die angezeigt werden, wenn man gerallied wird. Oder, nicht wenn man gewählt wird, sondern wenn man einer Rallye beigetreten ist. Was vielleicht noch sehr, sehr interessant ist, und das ist der letzte Punkt, dass die Battle Royale Phase, ja, die ging ja mal, ich glaube, damals waren es 24 Stunden, oder? Dann wurde es auf 12 Stunden gekürzt und mittlerweile geht Battle Royale halt hier nach dem Update 8 Stunden. Und ja, ansonsten noch ein paar Chat-Sachen wurden geändert, dass auch in der Drachenarena, also hier gab es auch schon die erste kleine Änderung, dann einen Monat später in der Drachenarena, dass dort auch die Distanzen zwischen dir und dem Rallye-Leiter angezeigt werden, dass er halt weiß, so, das wird so und so lange jetzt dauern, wenn ich da beitreten würde. Und all so ein Schnickschnack wurde halt da hier bei diesem Update geändert, was einen Monat später direkt rauskam. Nichts krass Weltbewegendes, nichts, wo man jetzt sagt, das ist schlecht, nichts, wo man jetzt sagt, das ist gut. Ja, wobei Gildenpins schon ganz nützlich sind, finde ich. Aber kommen wir mal zum nächsten, spannenderen Update. Das nächste Update war dann das heilige T5-Update. Viele haben es schon seit 3 Jahren vermutet. Und jetzt kam es dann endlich Ende Februar 2020. T5 sind ins Spiel gekommen. Lustigerweise habe ich dazu, und ich habe bestimmt 10 Minuten gegoogelt, ich habe auch auf Facebook geguckt, auf den Facebook-Social Media von Lords Mobile, ich habe nirgendwo Patch-Notes zum T5-Update gefunden. Ich kann euch jetzt nicht im Detail zeigen, was dort alles gekommen ist. Ich meine, klar, die Main-Aussage ist, es kam T5, aber es gibt keine Patch-Notes dazu im Internet. In keinem Forum, nicht bei Google Bilder, nicht im Browser gefunden. Ich habe keine Ahnung. Hat IGG gelöscht. Die wollten uns nicht mehr genau sagen, was sie dort alles reingebracht haben. Lustigerweise könnt ihr euch noch daran erinnern, Leute, dass kurzzeitig sogar über ein Rollback gesprochen wurde. Das ist ja so in bei den großen Entwicklerfirmen bedeutet das ja, dass deren Datensätze auf einen bestimmten Zeitraum zurückgesetzt werden, weil es als das T5-Update kam, gab es ja große Probleme mit den Truppen. T2 waren auf einmal viel, viel schwächer oder irgendwie so war das. Man hat Rallyes gesehen, wo Leute mit einem perfekten Truppenaufbau gerallied wurden in Z, die auf einmal 4 Millionen oder 6 Millionen Tote hatten. Und Tausende von Spielern mussten Speedups und Ressourcen zurückbekommen, weil Lords Mobile irgendetwas verkackt hatte. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. War sehr, sehr interessant. Aber ja, im Ende Februar kam das T5-Update. Vielleicht mal ein bisschen Revue passieren lassen. Wir haben einen neuen Forschungsbaum bekommen. Wir haben sowas bekommen wie Gabe der Götter. Es kam auf einmal Mondstein. Also es kamen neue Items ins Spiel. Es kamen neue Forschungen ins Spiel. Es kam natürlich auch dann in der Kaserne, wenn man die dann geforscht hat, T5. Ja. Und was gibt's dazu zu sagen? Ich finde gerade auch, was sehr, sehr interessant war, in den ersten Wochen hatten sehr, sehr wenig Spieler, sogar man kann sagen, in den ersten Monaten hatten sehr, sehr wenig Spieler T5. Ja, es gab natürlich ein paar krasse Casher, die einfach, um auch ein bisschen anzugeben, direkt durchgepusht haben, den Forschungsbaum. Aber
T5 Rallyes wirklich von Defenders oder von irgendwelchen großen Familien hat man erst ein, zwei Monate später gesehen. Ja, also, dass direkt irgendwie sehr, sehr viele T5 hatten, das ist gar nicht eingetroffen. Und ich finde auch im Nachhinein, das Update war jetzt nicht so schlimm, wie man es in dem Moment direkt angesehen hat. Was natürlich ziemlich kacke ist, und das muss man halt immer noch hier betonen, es ist unmöglich, in Lords Mobile als Free-to-Play-Spieler T5 zu erreichen. Unmöglich. Du müsstest wahrscheinlich 100 Jahre spielen, um die Anzahl an Uraltbücher zu bekommen, Free-to-Play. Und ich denke nicht, dass einige von uns, selbst wenn du jetzt sehr, sehr jung bist und mit 16 angefangen hast, dann mit 116 noch Lords Mobile spielst und dann endlich T5 Free-to-Play freigeschaltet hast. Aber was man hier trotzdem positiv anmerken muss, ich finde, dass die T5 sich nicht so extrem negativ aufs Spiel ausgewirkt haben. Man sieht jetzt nicht andauernd von irgendwelchen krassen Gilden Max T5 Rallys. Ich meine, ich habe letztens auch bei dem 4er KVK T5 Rallys abbekommen, wo 60% T5 drin war. Die kann man trotzdem mit einem halbwegs vernünftigen Truppenaufbau T2 und T4 noch sehr, sehr gut deffen, auch wenn es natürlich ein paar Tote gibt bei einem selber. Aber es ist jetzt nicht so, dass die dir direkt, wenn du online bist und einen halbwegs vernünftigen Truppenaufbau hast und ein halbwegs akzeptables Mixset hast, dass die dir mit einer T5 Ready direkt 12 Millionen Tote oder sowas drücken. Also T5 haben sich auf die Spielmechanik, finde ich, jetzt nicht sonderlich schlimm ausgewirkt. Auch Solo-Traps klappen noch, was geil ist, gerade am 4er KVK, wenn du mal eine Ready abbekommst, so 40, 50, 60% T5 drin sind. Das gibt ordentlich Punkte. Also ich finde, so wie man es dann im Endeffekt beurteilen muss, ist es nicht schlimm, ja, dass es T5 in dem Spiel gibt. Was nur wirklich sehr, 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 sehr schade ist, dass du halt als Free-to-Play auch nicht in 3 Jahren, also es wäre ja für mich okay, wenn man als Free-to-Play-Spieler, ich sag mal, bis T4 braucht man, wenn man sehr, sehr aktiv ist, in einer guten Gilde ist, braucht man 10 Monate, sage ich mal jetzt so Pi mal Daumen. Manche brauchen 1,5 Jahre, ja. Aber ich sag mal, ich gehe jetzt mal von den Best Case aus, um das jetzt hier nicht so schön darzustellen, brauchst du 10 Monate. Und ich hätte es okay gefunden, wenn man dann vielleicht bis T5 nochmal weitere 10 Monate als Free-to-Play-Spieler braucht oder nochmal ein Jahr drauf. Aber dass man es wirklich gar nicht erreichen kann, das macht dieses Update halt so ein bisschen negativ. Ja, aber T5 an sich sind jetzt nicht so stark, dass sie das Spiel zerstört hätten oder es irgendwie krass negativ beeinflusst hätten. Von daher, das ist so mein Fazit zu dem T5-Update. Wird vielleicht auch noch ganz interessant für das Ende des Videos, wo wir ein bisschen darüber quatschen werden, was wird denn in Zukunft kommen, wird es T6 geben und so weiter. Aber ja, da bin ich mal gespannt, was ihr zum T5-Update sagt. Aber das kam halt Ende Februar 2020, gar nicht so lange her, ne? Wir sind jetzt schon so lange mit T5 im Spiel, das kommt irgendwie vor wie 2 Jahre. Es sind aber nur knapp über 7 Monate. Jetzt bald 8 Monate. Es geht noch, ne? Und das nächste Update hat auch so ein bisschen was mit T5 zu tun. War ein sehr, sehr kleines Update und dazu kommen wir jetzt. Tausende Cacher hatten sich beschwert, dass sie nicht genügend Gabe der Götter bekommen, um ihre Sucht und ihren Trieb zu befriedigen, ein paar T5 für Baron pushen zu können oder für einen Kaiser, die sie dann einfach sinnlos, leaderless, andauernd in den Baron reinspammen. Tut mir leid, falls sich gerade irgendjemand damit angesprochen fühlt. Ich möchte niemanden diskriminieren. Ich finde es halt einfach nur absolut sinnlos. Ja, aber IGG hat sich gedacht, gar kein Problem. Wir haben eh Bock, mal wieder ein neues Pack rauszubringen und wir bringen euch ein neues Set, das Dampfkraft-Set. Und alle haben geschrien, juhu, wir können ein bisschen schneller T5 pushen oder ein bisschen kostengünstiger langfristig. Ein Set, was sich absolut nicht lohnt für Low-Casher, für Spieler, die T5 nicht sinnlos irgendwo reinspammen, sondern ich meine, die meisten Spieler, die T5 haben und jetzt nicht, sag ich mal, 1000 Euro im Monat ins Spiel investieren oder mehr oder mal am Baron teilnehmen möchten als Leader, für die macht das Set absolut keinen Sinn. Ja, weil das, was es kostet, das kriegt man langfristig erstmal nicht raus. Ja, weil als normaler Low-Casher oder auch jemand, der ein bisschen mehr investiert, baust du halt deine, sag ich mal, 400.000 T5 each, schickst dann bei deinen Solo-Märschen immer mal ein bisschen T5 mit, aber so, dass wenn, selbst wenn du gefressen wirst, dass eigentlich deine T5 im Lazar landen und nur deine T4 sterben und du halt mit Mondstein deine T5 wieder
heilen kannst. Das heißt, du musst eigentlich ganz, ganz selten, wenn du halbwegs vernünftig wirtschaftest und dich nicht nullen lässt, T5 pushen und machst es vielleicht sogar nur einmal im Jahr. Und dafür brauchst du dann halt kein Set, was deine Gabe der Götter irgendwie pusht. Und das ist, finde ich, auch das, was man hierzu sagen kann. Ein Set, was einfach nur ins Spiel gebracht wurde, damit die krassen Casher sich etwas kostengünstiger langfristig beim Baron oder beim Kaiserkampf die T5 um die Ohren fliegen lassen können. Was anderes hat die, also einen anderen Sinn hat dieses Set nicht. Wir können es einfach für 97% oder 98% der Spieler einfach aus dem Spiel rausnehmen, ja. Sondern nur die Elite ganz oben, die wirklich Bock hat, jeden Monat Millionen von T5 zu schrotten, die braucht dieses Set. Ja, ist also ein Update, was wir jetzt ganz schnell mal abhaken können, was aber trotzdem hier reingehört. Lustigerweise gibt es jetzt auch noch Juwelen, gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Ich weiß nicht, wann die hinzugefügt wurden. Ich habe keine Patchnotes dazu gefunden, aber wenn man sich mal den Shop hier anguckt, gibt es jetzt auch Dampfkraftjuwelen, die nochmal ein bisschen mehr Herstellungstempo geben. Ja, aber das ist auch schon alles, was man hier zu diesem Update sagen muss. Das Dampfkraft-Set musst du nicht kennen, brauchst du nicht und lass uns weitermachen. Das nächste Update war dann auch noch im März 2020 ein etwas bescheideneres Update. Wir haben halt hier zwei neue Baronen hinzubekommen. Dann haben wir ein paar UI-Änderungen bekommen und wir haben ein paar Einstellungsänderungen bekommen. Es ist jetzt nichts Atemberaubendes, was man jetzt unbedingt tot diskutieren muss. Also hier nochmal vollständigkeitshalber die beiden Baronen gezeigt, die im März zukamen. Baron Frost hier und natürlich dann auch Baron Gletscher. Es kam irgendwann, das habe ich jetzt leider keine Patchnotes zu gefunden, es kam irgendwann auch dieses Design-Update, ja. Solltet ihr alle kennen, wo dieses hellblaue Design hier eingefügt wurde. Guckt euch einfach mal Videos von 2019 an. Da werdet ihr sehen, was ich meine. Viele werden wahrscheinlich auch gar nicht mehr jetzt den Unterschied merken, weil sie jetzt schon so lange mit diesem Design vertraut sind. Aber dieses transparente, hellbläuliche, das gab es damals halt überall noch nicht. Und diese ganzen krassen Animationen von den Helden und vor allen Dingen, dass die Helden jetzt auch verschiedene Schlachtrufe haben, ja, das gab es halt auch nicht. Das kam auch irgendwann mal, irgendwann kurz nach diesem Zeitraum. Habe ich jetzt aber hier in dem Video nicht extra erwähnt. Weil ich erstens, wie gesagt, nicht gefunden habe und zweitens, ja, es ist ein Design-Update, was auch wirklich, und das will ich jetzt gar nicht schlecht reden, das Design-Update, ich finde, das macht einiges her, ja, es sind wirklich einige Sachen schöner geworden, auch im Heldenpfad, die Animation am Ende, wenn man einen Heldenpfad-Stage abgeschlossen hat, viel, viel schöner geworden, die Gildentafel viel, viel schöner geworden, also das Design-Update, okay, über Design kann man sich jetzt streiten, aber ich habe jetzt keinen gehört, der jetzt irgendwie gesagt hat, nach diesem Design-Update, okay, das ist jetzt, das hat Lords Mobile jetzt hässlicher gemacht, so vom UI her, von der Benutzeroberfläche. Also es waren eigentlich alle damit zufrieden, also will ich jetzt wirklich nicht schlecht reden, aber es ist halt jetzt hier nicht gesondert in dieser Update, in diesem Update-Video drin. Und ja, das war auch noch im März, wie ihr, warte, ich zeig's nochmal, wie ihr hier auf dem Patchnote sehen könnt, das war im März, Ende März, 24. März war das, da kam dieses Update mit den beiden Gletschern und diesen UI-Änderungen. Jetzt nichts Großes, aber auch noch zu erwähnen, also der März hatte viele kleine Änderungen dieses Jahr, im Jahr 2020 und das nächstgrößere Update, dazu kommen wir dann jetzt. Holy shit, es kam mein Update und seitdem ist Sam auch glücklich und zwar das Update, wo das Refugium kam. Seitdem ist mein Refugium auch dauervoll. Im Sommer diesen Jahres, ja, im Juni, Anfang Juni, der 3. Juni, kam das Refugiums-Update, was auch sehr, sehr lange angekündigt war. Wir haben auch auf Facebook viele Streams gemacht, auf der offiziellen IGG-Facebook-Seite, auf der deutschen, wo wir im Vorfeld schon Wochen dieses Update diskutiert haben. Was ist wohl das Refugium? Wie viele Truppen werden wohl ins Refugium gehen können? Braucht man Pay-Items, um die Truppen im Refugium zu heilen? Und all solche Diskussionen gab es im Vorfeld. Und dann kam es, das Update, das Refugiums-Update. Und nicht nur das, es kam auch das automatische Speed-Ups-Auswählen-Update und Ressourcen-Auswählen-Update, was uns Stunden in Lords Mobile erspart hat. Das klingt jetzt so ein bisschen falsch.
sinnlose Stunden in Lords Mobile erspart hat, weil man jetzt viel, viel schneller Truppen ausbilden kann, viel, viel schneller Forschung anschmeißen kann und all so ein Rotz, ja? Und ihr seht es auch hier schon, Mann, das sind doch mal vernünftige Patchnotes. Das ist mal ein Update. Da ist mal ordentlich was dabei. Und ich muss auch im Nachhinein sagen, also im Jahr 2020 ist das mein Favorite Update. Ja, das war das beste Update in den letzten 12 Monaten, meiner Meinung nach, so von mir persönlich halt. Nicht nur, weil ich das Refugium immer nutze, sondern weil es halt wirklich kleineren und vor allen Dingen Low-Cashern unter uns, oder Free-to-Play-Spielern auch, die nicht so viele Truppen haben und mal des Öfteren nach so einer Rallye ordentlich Tote kassieren, gerade die profitieren von so einem Refugium echt und müssen auf Dauer oder haben halt auf Dauer weniger Truppenverluste. Und das ist halt ein, deswegen finde ich, sehr, sehr gutes Update, auch wenn es sehr, sehr lange dauert, das Refugium zu lernen, aber man soll ja auch nicht absolut dafür belohnt werden, dass man viele Tote gedrückt bekommen hat. Also gehen wir es mal durch, ja. Ihr seht jetzt hier die Patchnotes und oben auch nochmal die Zeit. Es kam halt am 3. Juni. Ich habe mir ein paar Notizen zu den Patchnotes gemacht, damit ich hier auch nichts Falsches übersetze. Also ganz klar, das Refugium wurde hinzugefügt und es wurde ein neues Gebäude hinzugefügt. Das kann ich auch einmal kurz zeigen. Das seht ihr ja natürlich oder kennt ihr natürlich schon. Ihr solltet das Update ja mittlerweile gesehen haben. Und das Gebäude heißt Refugium. Im Englischen heißt es Sanctuary oder so. Schauen wir uns nochmal kurz die Patchnotes an. Und ja, dort kann man dann halt, indem man Quests macht und so weiter, seine toten Truppen, die nicht mehr ins Lazarett gepasst haben, heilen. Bis zu einer bestimmten Anzahl, 1,25 Millionen. So, dann auch sehr, sehr nice kam halt die Funktion automatische Verwendung und Berechnung von Ressourcen und Speedups. Das muss ich jetzt nicht noch im Spiel zeigen. Ich denke, das haben wir bei vielen Truppenpushs schon gesehen, auch auf unserem YouTube-Channel hier, App Gaming. Ich habe ja auch schon des Öfteren jetzt mal Truppen gepusht, sei es für mich selber, sei es für Pakkus gewesen. Dort haben wir diese Funktion ja ganz oft genutzt und ihr werdet sie wahrscheinlich auch fast täglich nutzen, diese Funktion. Die muss man keinen mehr zeigen. Ja. Dann wurden auch noch kleine Sachen optimiert. Was auch noch sehr, sehr interessant war bei diesem Update, ist, dass man, und ich denke, das hatten sie damals hinzugefügt, nicht nur für mich, weil ich andauernd meinen Held verliere, sondern wenn man ein etwas kleinerer Spieler ist, dann kommt es halt vor, dass man mal des Öfteren den Held verliert, ja. Und wenn das, gerade wenn man am Anfang noch nicht genügend Gems hat oder in keiner großen Gilde ist und Free-to-Play ist und man sich nicht täglich ein 24-Stunden-Schild leisten kann, verliert man mal, wenn man etwas länger als 12 Stunden offline war und die Truppen aus der Zuflucht wieder rausgekommen sind, verliert man halt mal seinen Helden. So. Und früher konnte man dann eigentlich nicht mehr forschen und bauen, weil selbst kleinste Forschungen und Gebäude dann auf einmal das Dreifache an Zeit wieder gekostet haben. Und wenn du dann gerade deine Burg von 20 auf 21 ziehen wolltest eigentlich, musstest du im Prinzip 3 Tage warten, weil ansonsten hat deine Burg gefühlt ein Jahr gedauert, bis du sie dann fertig hattest, wenn du sie dann wirklich ohne Held angeschmissen hast. Und das haben sie halt jetzt rausgenommen gehabt, ja, dass selbst wenn man seinen Held verloren hat, behält man dort halt seine Skillung und so weiter. Finde ich sehr, sehr gut, sehr, sehr sinnvoll. Ursprünglich hat man ja wirklich noch geglaubt, dass man dort auch alle Kriegsboost und sowas behält, die man durch das Set bekommen hat und so weiter. Dem ist dann zum Glück nicht so gewesen, weil das ja auch eine sehr, sehr interessante Mechanik ist. Im KVK, wenn man mit einer Trap aus der Gilde irgendeinen starken Spieler getrappt hat und der jetzt nicht gefühlt 30 Millionen Truppen hat, dann konnte man den dann natürlich rallyen, wenn der seinen Held verloren hat. Und das sollte natürlich auch so bleiben und ist ja auch so geblieben. Das ist auf jeden Fall gut. Ja, aber das ist ein Update. Ich denke, da bin ich mal gespannt. Also da könnt ihr auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Was ist das beste Update 2020 für euch? Ihr bekommt ja in diesem Video nochmal alle Updates vorgestellt. Also das ist auf jeden Fall mit das, also mein Favorite Update. Refugium und ich, einfach eine Liebe. Ich will jetzt auch nicht jede, da sind da noch viele kleine Änderungen, aber das sind die 3 Main-Änderungen in diesem Update, also die 3 Hauptänderungen. Und ja, alle anderen Änderungen könnt ihr euch ja hier im Detail nochmal durchlesen. Ich will auch nicht, dass das Video 40 Minuten geht. Wir kommen mal zum nächsten Update. Denn ich will auch gleich endlich zu dem Teil kommen, wo ich noch ein bisschen quasseln kann. Nämlich, was ich glaube, was als nächstes in der Zukunft für Updates kommt.
Kommen wir zum vorletzten Update in diesem Video. Auch ein etwas größeres Update, ein sehr interessantes Update. Was sehen wir hier? Ich übersetze mal wieder frei. Wir haben die Daily Quests bekommen. Zeige ich gleich nochmal, kennt ihr aber wahrscheinlich. Wir haben Level 6 Dunkelnester bekommen. Eine Enttäuschung im Nachhinein. Man bekommt ab und zu gute Sachen, wie zum Beispiel 15% Armeeerweiterung, sehr 50% Armeeerweiterung, sehr, sehr geil. Aber ansonsten hat man da ab und zu auch einfach mal so 2-3 Stunden Beschleuniger für Forschung drin. Und es ist jetzt auch nicht immer so einfach, so ein Level 6 Dunkelnest zu machen. Selbst krasse, starke Rallye-Leiter verkacken da ab und zu mal, weil die meisten Mix sind und so weiter und so fort. An sich hätte ich mir halt gewünscht, dass man dort sowas wie Uraltbücher bekommt oder vielleicht sowas wie, also des Öfteren bekommt, ja. Oder sowas wie Lizenz zum Töten. Kann sein, dass man das bekommt, aber ich habe noch nie Lizenz zum Töten bekommen. Dass man solche Dinge, die halt, sag ich mal, für Pay-to-Win-Spieler eigentlich sind oder sehr, sehr schwer zu erhalten sind für Free-to-Play-Spieler, dass man die dadurch vielleicht so einmal die Woche bekommen kann. Ja, und wenn es nur 5 Uraltbücher wären oder 10 Uraltbücher, dass man zumindest da eine weitere Quelle hat, woraus man diese seltenen Gegenstände bekommen kann. Dem war leider nicht so, aber naja. Des Weiteren haben wir hinzugefügt bekommen, dass man jetzt auch bei dem Gildenduell auf der Gildentafel zum Beispiel sieht, in was für ein Level man ist und das Gildenduell auch in Level eingeteilt wurde. Und das Gildenduell wurde auch ein bisschen verändert. Es hat dann zwar 2 Monate gedauert, bis wieder ein Gildenduell kam, aber dafür wurden wir dann direkt mit 2 zugeworfen, sage ich mal, oder 2 Gildenduellen überhäuft. Aber ja, das sind so die Main-Änderungen aus diesem Update. Ah nee, und noch was natürlich, Entschuldigung. Wir haben die Drachenarena-Flügelstiefel bekommen, ja, die 50% dein Armeemarsch boosten können. Also viele Änderungen auf jeden Fall gab es in diesem Update. Das Update kam raus, muss ich einmal kurz nachgucken, das steht hier gar nicht drin. Das Update kam raus am 29.07. Also, ja, man kann sagen, Ende Juli, Anfang August. Ja, kam das Update raus und das sind halt die Änderungen. Wir können das nochmal kurz anschauen. So, Daily Quest, ne, haben wir, denke ich, alle schon mal gemacht. Sind zum Teil, finde ich, auch sehr, sehr nützlich. Ich mache sie jetzt nicht jeden Tag, aber gerade hier die letzte Belohnung, wenn man sich das hier wirklich jeden Tag gönnt, auch die Begleiter-XP, sehr, sehr wichtig. Und hier haben wir auch immer jeden Tag 3 25%ige Flügelstiefel, die man definitiv auch im KVK und so weiter gebrauchen kann. Darüber hinaus, wie gesagt, wurden hier die Level 6 Dunkelnester hinzugefügt, von denen ich ein bisschen enttäuscht bin. Und ja, Drachenarena Flügelstiefel brauche ich jetzt nicht zeigen. Und dann haben wir hier halt die Gildenduell-Anzeige, wie weit man bei dem Gildenduell ist. Und das Gildenduell wurde, wie gesagt, ein bisschen verändert, die Belohnungen wurden verändert und so weiter und so fort. Das kam mit diesem Update. So, das war's dann auch schon. Jetzt kommen wir zu dem Teil, wo ich noch ein bisschen auf die jüngsten Änderungen eingehe, den neuen Helden, die neuen Konterforschungen. Und vor allen Dingen kommen wir zu den Updates, die ich vermute, die demnächst kommen werden oder was ich für realistisch halte. Weswegen ihr wahrscheinlich bis zu diesen Punkt des Videos geguckt habt. Also, viel Spaß damit. So, die jüngsten Dinge, die in Lords Mobile hinzugefügt wurden, sind die sogenannten Konterboost und Konterforschungen, Konterheld mit Konterboost, Konter, 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 Konter. Und dazu möchte ich auch direkt anschließen, oder da möchte ich auch direkt anschließen, denn ich glaube, dass die nächsten Updates auch weiterhin mit dieser Konter-Thematik zu tun haben werden, was ich mir sehr, sehr realistisch vorstellen kann. Und ich möchte hier nochmal betonen, dass ich bei IGG angefragt habe, ob ich Informationen zu den nächsten Updates bekomme und euch so ein bisschen zumindest was durch die Blume sagen darf. Ich kriege da vielleicht was die nächsten Tage, aber all diese Dinge, die ich euch jetzt sage, beruhen auf meine Erfahrung in Lords Mobile, beruhen auf mein Gefühl. Ich habe keine Insider-Infos, die ich jetzt gerade in der Hinterhand habe, worauf ich so ein bisschen meine Argumentation jetzt aufbaue. Das heißt, gehe jetzt nicht davon aus, dass das, was ich jetzt sage, wirklich dann in den nächsten 3 bis 6 Monaten kommt, sondern es ist wirklich
erfunden von mir quasi. Es kann kommen, ja, es muss aber nicht. So, das will ich hier mal betonen. Nicht, dass dann irgendjemand jetzt direkt da denkt so, oh, das sagt er uns bestimmt, weil er eigentlich Infos hat und so weiter und so fort. Nein, dem ist nicht so. Ich glaube, dass wir uns mal wieder neue Sets erwarten werden. Und zwar Sets, die ein bisschen so die Spielmechanik verändern, die zwar auch noch die normalen Boost haben, Infanterie, Fernkampf und Kaff, aber gleichzeitig auch halt diese Konterboosts haben. Und diese Sets so ein bisschen risikoreich werden. Warum? Die halt insgesamt weniger Inf-Angriff hat, als jetzt zum Beispiel momentan das normale Inf-Angriff-Set. Aber dazu halt noch die Konterboost. Und wenn man dann wirklich seinen Gegner kontert, man dann im Endeffekt mit diesem Infanterie-Set dann zum Beispiel einen besseren Kampfbericht rausholt. Aber dafür, wenn man ihn halt nicht kontert, eigentlich mit dem normalen Infanterie-Set oder mit dem normalen Kaff-Set, was es schon gibt, einen besseren Kampfbericht rausgeholt hat. Also so ein bisschen so eine Art Risikoset, wo Konterboosts drin sind und wenn du den Gegner konterst, wird dein Kampfbericht wirklich besser und war dein Angriff wirklich besser, als wenn du es mit dem normalen Infern- oder Kaff-Set gemacht hast. Aber wenn du es halt nicht tust, dass dein Kampfbericht dann auf jeden Fall schlechter ist. Und sowas kann ich mir sehr gut vorstellen. Warum? Ganz klar, wir alle haben Bock dabei, Sachen zu schmieden. Es kamen jetzt schon länger keine Sets mehr, die irgendwie, sag ich mal, die von der Allgemeinheit geschmiedet werden konnten, weil das Dampfkraft-Set, wie gesagt, ist nicht für die Allgemeinheit und die irgendwie kampftechnisch irgendwas verändert haben. Und wenn man sich die ganzen letzten Sachen oder Änderungen ansieht, es geht jetzt wirklich so, momentan das Thema in Lords Mobile sind Konterboosts und ich glaube, dass das auch noch ein bisschen weiter uns beschäftigen wird. Und deswegen kann ich mir halt sehr, sehr gut vorstellen, dass es demnächst Sets gibt mit irgendwelchen Konterboosts, kombiniert mit dem normalen Infanterieangriff, Fernkampfangriff, Kaffangriff und so weiter, die dann halt die Spielmechanik ein bisschen verändern werden. Darüber hinaus, was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist halt, dass sobald die Begleiter jetzt dann demnächst alle eine Fähigkeit, eine Armeetalentfähigkeit haben werden, ein paar fehlen halt noch, dass hier halt, und da haben wir schon des Öfteren drüber gesprochen, aber ich muss es halt in jedem Video sagen, es wird auf jeden Fall eine Stufe über Ältestengrad geben, bin ich mir hundertprozentig sicher. Und ich weiß nicht, ob das, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht im nächsten Update und wahrscheinlich auch nicht im übernächsten Update kommen wird, weil ich glaube, dass halt, wie gesagt, in den nächsten Updates irgendetwas mit diesen Kontersachen kommen wird. Aber das wird auf jeden Fall was damit zu tun haben. Vielleicht, um mal direkt irgendwelchen Leuten Wind aus den Segeln zu nehmen. Ich bin mir zu 100% sicher, dass es nicht in den nächsten 6 Monaten mystische Helden geben wird. Und T6 wird es sowieso nicht in den nächsten 1-2 Jahren geben, weil die haben 4 Jahre fast gebraucht, oder warte mal, Februar, nee, die haben wirklich fast genau 4 Jahre, nee, die haben genau 4 Jahre gebraucht, um T5 hinein. War das nicht zum 4-jährigen Geburtstag, dass T5 hinzugefügt wurde? Ich glaube ja. Also die haben quasi 4 Jahre gebraucht, um von T4 auf T5 zu gehen. Dann werden sie jetzt nicht innerhalb eines Jahres dann von T5 auf T6 gehen. Also das ist definitiv Bullshit. Also da brauchen wir gar nicht in den Kommentaren drüber diskutieren. Es werden keine mystischen Helden und keine T6 in den nächsten Monaten oder in den nächsten 1-2 Jahren kommen. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Und ja, ansonsten, was ich mir auch noch sehr, sehr gut vorstellen kann, weil, und das sage ich schon immer wieder, wir haben so viele Forschungen bekommen für die Koalitionskapazität bei Rallies auf Wunder, Feste und so weiter. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass irgendwann in nächster Zeit auch mal ein Forschungsbaum kommen wird, wo man seine Rallies von 2,375 dann auf 2,775 oder so, also einfach um 500.000 nochmal erhöhen kann. Dieser Forschungsbaum wird hundertprozentig, wenn er kommt, auch überall Bücher kosten, da bin ich mir 2000% sicher. Aber das ist auch eine Forschung oder ein Teil, den ich mir sehr gut vorstellen kann. Zusätzlich hinzugefügt dann auch, denke ich, wird die Botschaftskapazität vielleicht durch Forschung erhöht
werden können, weil das muss halt auch sein, dass du dann halt, sag ich mal, auch noch eine größere Botschaft haben kannst, weil ansonsten mit den Konterfunktionen, die es ja jetzt im Spiel gibt, wenn dann noch eine größere Rallye von 2,7 Millionen hinzukommt und da auch noch 50, 60% T5 drin sind, dann kannst du ja jede Rallye-Trap auf diesem Planeten im Müll schmeißen, so. Also das können die nicht machen. Da muss es dann auch noch weitere Funktionen geben, wie man sich ein bisschen in der Dev noch verbessern kann. Aber an sich ist das etwas, was ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann. Vielleicht abschließend nochmal gesagt, was ich mir nicht vorstellen kann, ist ja auch immer wichtig und was auch immer in Diskussionen ist, sind hier zum Beispiel Sachen wie Burg 26 oder Burg bis Burg 30. Kann ich mir nicht vorstellen, weil es wäre im Endeffekt einfach zu teuer. Wie viele Gems brauchst du denn dann, um dein Pay-Gebäude auf 26 zu machen? Wie viele Gems brauchst du dann? Also brauchst du dann wieder einfach nur einen Hammer, der 2000 Gems kostet, um das auf 26 zu machen? Vor allen Dingen, was für Funktionen kriegen dann die ganzen Dinge, die dann jetzt schon eigentlich endgültig fertig waren auf 25? Das muss man ja auch noch da mal prozentual erhöhen. Das macht alles. Lords Mobile ist nicht so konzipiert worden, dass man da ein weiteres Burglevel hinzufügen kann. Das sehe ich nicht. Die müssten komplett alles neu ändern und die jetzigen Levels halt irgendwie runterschrauben und die Effekte nochmal verändern. Das wäre viel zu viel Arbeit. Das traue ich IGG ehrlich gesagt nicht zu, dass sie sich diese Mühe machen. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir da irgendwann mal eine Änderung haben werden, dass es ein höheres Burglevel gibt. Was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, ist, dass VIP-Level mal endlich erhöht wird. Wäre dann natürlich ein Update, was nichts verändern würde, weil die meisten langjährigen Spieler würden dann einfach, selbst wenn sie es bis VIP 20 erhöhen, ganz schnell ruckzuck VIP 20 sein, weil man endlos von diesen VIP-Gegenständen hat und weil es natürlich auch Begleiter gibt, die einen mittlerweile diese VIP-Punkte geben. Von daher, das wäre jetzt auch kein Update, was irgendetwas groß verändern würde, außer man bekommt da wirklich einen richtig krassen Boost. Und ja. Aber das sind so Gedanken, die ich euch mal mitteilen wollte. Ich nehme das jetzt nicht neu auf, auch wenn das jetzt ein richtig peinlicher Versprecher war. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war sehr viel Arbeit und ich würde mich, wie gesagt, über einen Daumen nach oben freuen. Die Kernaussage dieses Videos ist, ich glaube, die nächsten Updates haben mit diesen Konterboosts zu tun, weil das momentan die Thematik in Lords Mobile ist und ich glaube, dass IGG sich darauf fokussieren wird die nächsten Monate. Das ist meine Meinung. Schreib deine Meinung in die Kommentare. Lass einen Daumen nach oben da. Hab Spaß beim Lords Mobile Stream. Ja, das ist eigentlich das, was mir Spaß machen sollte. Aber hab Spaß beim Lords Mobile Zocken. Komm in die Streams vorbei. Schau mal auf Twitch vorbei und bis zum nächsten Lords Mobile Video oder Stream. Mach's gut, liebe Community. Ciao, ciao.